Moin ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Video. Ich war ja ein bisschen nachlässig die letzten Wochen auf meinem Kanal, aber so peu à peu möchte ich euch wieder vermehrt Videos hochladen. Und ich hoffe, ihr habt mein letztes Video gesehen. Lene wird Kinderpony Teil 1 ist so süß geworden. Ich mag das so gerne, wie Lene mit Kindern umgeht und wie brav und geduldig sie ist. Deswegen schaut es euch unbedingt an. Den zweiten Teil werde ich jetzt in den nächsten 2 Wochen circa hochladen, da ich ja so das Thema Springen, Dressur und Gelände und sowas mit abdecken möchte und da ein bisschen Zeit braucht, es zu filmen, damit ich da auch nicht in Zeitnot gerate und das irgendwie übers Knie brechen muss. So, wir fahren heute aufs Turnier und mir war das bis Donnerstag gar nicht bewusst. Ich habe eigentlich Dienstag noch reingeguckt bei der FN, was ich genannt habe, und da habe ich das Turnier dieses Wochenende komplett übersehen. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte, aber ich fahre jetzt mit Carlson heute los für 2L-Springen. Ich werde eventuell nicht auf Turnier drehen. Ich muss sagen, wenn mir die Routine fehlt, dann ist das so ein nicht Störfaktor in meiner Konzentration. Aber es ist schon so, dass es natürlich auch meine Aufmerksamkeit braucht, wenn ich vlogge. Und von daher muss ich mal gucken, wie so die Motivation bzw. meine Stimmung ist. Weil ich möchte primär mich ja immer aufs Reiten konzentrieren. Und wenn ich wirklich fast jedes Wochenende unterwegs bin, ist es was anderes. Aber wenn man so selten jetzt gefahren ist und jetzt auch das erste Turnier mit Carlson, möchte ich mir das so ein bisschen offen halten. So, deswegen wird es einen Vlog von meiner Vorbereitung geben. Und da ich jetzt voll in Zeitnot bin, bin ich gespannt, wie viel ich zeigen kann. Ich hoffe, ich schaffe es einzuflechten. Ah, das sieht aber eher schlecht aus. Aber was ich gemacht habe, sind Umfragen über Instagram zu meinem Outfit zum Beispiel. Und ihr habt euch für das blaue Jackett entschieden. Und, glaube ich, für die beige Schabracke. Ich packe jetzt alles ein und muss vor allen Dingen noch die Zettel ausdrucken für die Anwesenheitslisten. Ja, dieser Anwesenheitsnachweis oder so. Das mache ich jetzt und dann sehen wir uns im Stall wieder. Oh, falscher Kasten. Ich muss die mal beschriften. So, einmal Turnierklamotten einpacken. Ich nehme immer gerne ein Wechselset mit. Wer weiß, ob man nicht vielleicht doch mal einen Abgang macht und dann kann man sich für die nächste Prüfung frisch anziehen. Deswegen habe ich, wenn ich dran denke, 2 Outfits mit. Und ich muss mich auch gleich im Stall umziehen, weil es ist so warm. Ich hatte keine Lust, das jetzt schon anzuziehen und voll zu schwitzen etc. So, jetzt werde ich als erstes mal eben Trense-Vorderzeug und Gurt bzw. auch den Sattel einmal schnell überputzen. Das ist eigentlich alles soweit relativ sauber, deswegen mache ich Katzenwäsche mit der Lederkombi. Und dann sollte das genügen, da Carlson eh innerhalb der nächsten 5 Minuten dann so schwitzen wird beim Abreiten, weil er ja schnell schwitzt, kann ich lieber heute Abend dann mit oder morgen mit Sattelseife den Schweiß von heute richtig runterholen und jetzt nur mal eben Katzenwäsche. Ich weiß, dass das Thema Lederpflege immer wieder für Fragen sorgt und ihr da gerne mehr zu wissen möchtet. Wenn ihr Instagram habt, dann schaut mal auf der Seite von meinem Shop vorbei, vom Beanie Boar Shop. Da habe ich in den Highlights ganz, ganz ausführlich über alles Mögliche zur Lederpflege. Also komplett mit Sattelseife, was es für Unterschiede von Pflegemitteln gibt und ein paar Tipps und Tricks sind auch dabei. Und ja, da kriegt ihr eigentlich alle Infos, die ihr braucht. Wie gesagt, heute nur die schnelle Katzenwäsche. Ich muss nämlich sicherlich nach dem Turnier einmal grundreinigen. Patrick hilft mir jetzt so ein bisschen bei der Equipmentpflege und um die anderen 4 kümmern wir uns, wenn wir zurück sind. Denn meine Kappe zum Beispiel sieht auch nicht so gut aus. Ich glaube, ich hatte mir vorher durchs Gesicht gefasst und da das jetzt so warm ist und das ganze Make-up verläuft, habe ich jetzt überall auf der Kappe Puderreste. Upsi. Für die nächste Saison muss ich mir eh mal eine neue holen. Die ist zwar noch, was den Sicherheitsstandard angeht, ist alles gut, aber leider löst sich die Beschichtung am Chrom auf. Ich bin aber auch nicht so super pfleglich damit umgegangen, das muss ich auch sagen. Super wichtig ist bei, also eigentlich immer, aber bei diesen Temperaturen noch wichtiger, dass ihr Wasser auch mit habt, weil selbst wenn es auf dem Turnier eine Wasserversorgung gibt, ihr müsst immer damit rechnen, dass vielleicht ein Unfall passiert, eine Straße Vollsperrung hat, ihr dann da drin festsitzt für ein paar Stunden und ja, es gibt irgendwie keine doofere Vorstellung, als wenn man dem Pferd dann, wenn es schon dieser Situation ausgesetzt wird, nicht mal was Gutes tun kann und tränken kann zum Beispiel. Oder mit dem Wasser kann man ja auch ein bisschen, wenn es warm ist, das Pferd runterkühlen. Deswegen nehmt euch immer einen großen, vollen Kanister Wasser mit. Musik.
tanken lasse ich den Kanister mal von Patrick. Der ist ja auch viel stärker als ich. Was ist? Den Kanister, den kannst du tragen, weil du bist ja viel stärker. So. Viel stärker bestimmt nicht. Aber schon einiges. So, ich habe jetzt hier den Stirnriemen. Ihr habt euch für Crystal entschieden. Ich glaube, beides wäre eine gute Wahl gewesen, hätte gepasst. Aber der funkelt auch noch schöner, weil er neuer ist. Vielleicht bringt er uns ja auch Glück. So, den baue ich an die Trense und dann zeige ich euch, was ich alles drin habe. Und was mir auch besonders wichtig ist, wo ich immer besonders daran denke. Das Lederequipment ist eh klar, dass man dran denken muss. Hier unten habe ich Schabracken drin und die Fliegenmützchen. Meine Stiefel, die darf man auch nicht vergessen. Und jetzt bei den heißen Temperaturen haben wir noch zwei Helfer für Carlton quasi dabei. Einmal ein Ventilator und dann noch da hinten, das ist so eine mobile Dusche, die wirklich richtig gut funktioniert mit Hilfe von dem Wasserdruck, der durch die Leitung kommt. Also man macht es halt, da gibt es eine, wie man das halt speziell reinfüllen muss. Und dann ist da halt Druck drauf und das ist auch, man kann schon ein Pferd damit fix abduschen. Dann noch so ein bisschen was, um das Lederzeug einmal überputzen zu können, gerade wenn man so zwei Prüfungen hat. Dann auch noch was gegen die Insekten. Ich weiß ja nicht, wie es da ist. Ist ja mal echt von, manchmal schon von Ort zu Ort unterschiedlich, wie schlimm die Plage ist. Maulbutter, da habe ich gestern auch in meinem Posting was zugeschrieben. Meine Kappe, die kann ich so ein bisschen trocknen. Für uns Getränke. Hier hinter hängt noch ein paar Sporen, aber ich reite ihn aktuell ohne Handschuhe. Steigbügel darf ich auf keinen Fall vergessen. Mein Trockenshampoo und genug Handtücher. Gamaschen sind auch einige am Start. Und da sind auch nochmal so Handtücher drin. Und so ist das jetzt hier erstmal fertig. Ich habe natürlich auch noch Möhrchen mit, aber ganz wichtig ist mir jetzt bei den Temperaturen, dass ich das nicht vergesse, weil damit kann man denen echt so ein bisschen helfen. Andersrum geht es jetzt ja schon. Also die letzten Wochen war es ja wesentlich wärmer. Wir haben heute, glaube ich, 27 Grad. Und das Schöne ist, die beiden Prüfungen sind direkt hintereinander. Wir fahren hin, reiten die zwei Prüfungen, fahren wieder nach Hause und heute Nacht geht es für die Jungs dann auf die Wiese. So ist der Plan. Und von daher wird er das, glaube ich, kurz mit mir aushalten. So, jetzt flechte ich ein. Das habe ich auch ewig nicht gemacht, aber ich habe mir gedacht, wenn ich schon mit meinem Kalzi losfahre und der eingeflochten so unfassbar schön aussieht, mache ich das doch. Hast du Lust? Das ist super schwer, wenn ich mit Carlson irgendwie stehe, mich zu filmen, weil ich dann immer so überbelichtet bin, weil Carlson so ein dunkler Hintergrund ist. Ich habe hier voll praktisch so einen Kamm mit Klemme direkt zusammen. Und die Limalsreißer von Effort, die sind echt ganz gut. Also natürlich, wenn man die richtig spannt, dann gibt es vielleicht auch mal das eine oder andere Gummi nach. Aber grundsätzlich für das, was die bei den Rollzöpfen aushalten müssen, sind die super. Und dann habe ich einmal umgefüllt hier das Braided Up drinne. Damit ich schön griffig, also damit die Mähne schön griffig ist und mir die Zöpfe dann nicht direkt wieder auseinanderfallen. Sometimes when I hate where I am, I forget every single place that I've been. And sometimes when I look in the mirror, I wanna tear off every piece of my skin. Ich habe, glaube ich, zum Einflechten schon mehrere Videos gedreht, aber auf jeden Fall eins zu den Rollzöpfen und das verlinke ich euch. Dann hier würde ich jetzt, glaube ich, den Rahmen sprengen, wenn ich es nochmal erkläre. Aber leider ist die Vene ein bisschen lang geworden. Naja, egal. So, ich bin fertig. Carlson wird jetzt nochmal kurz in die Box gehen und ein bisschen Mittagfutter bekommen. Und die anderen natürlich auch. Und ich ziehe mich dann um. Patrick macht noch die Füße sauber. Und dann sind wir ready und tatsächlich gut im Zeitplan. Ich bin jetzt auch umgezogen und Carlson hat hier schon echt mit der Luft zu tun. Aber ich glaube, das wird ihm sogar entgegenkommen, wenn wir ihn dann freistehen haben und nicht in der Box hier. Und heute Nacht, Carlson kann sich freuen, geht's raus. Ja, das ist schön, ne? Patrick macht jetzt einmal die Hufe schon mal richtig sauber und auch die Stollenlöcher. Und dann mal sehen. Ich bin tatsächlich noch so richtig tiefenentspannt. Weil ich glaube, ich das noch gar nicht so auf dem Schirm habe, dass es gleich aufs Turnier geht. Du auch nicht, ne? Mach das auf jeden Fall zu Hause. Weil man nie genau weiß, ob man auf Turnier doch in Zeitnot gerät, weil man sich verplant hat oder irgendwas dazwischen gekommen ist oder die Prüfung vorgezogen wird. Es gibt so, so viele Gründe, warum man dann
richtig schnell fertig machen muss. Und wenn man dann erst anfängt, die Stollenlöcher richtig frei zu kratzen. Also plant das immer für zu Hause mit ein. Hast du dein Pferd gut in Schuss? Klar. One more wine and one more whiskey. We just kept the car in park and dim the headlights so we see the stars. Let them tell us where we should start. And I'm scared as hell because there's no way to know this gold. But I can't help but say gone, I miss your face. Tonight I'll meet you in our favorite place. Just can't let this wait. Ich glaube, Patrick hat auch jeden Sprung gefilmt, den ich irgendwie auf dem Abreiteplatz gemacht habe. Ich bin wirklich nicht ganz so viel abgesprungen, aber er war gut drauf. Und dann geht's auch los. Ich reite hier wieder so ein bisschen im leichten Sitz. Habe aber jetzt beim Gucken der Videos festgestellt, dass ich trotzdem die Hände ein bisschen tiefer nehmen muss. Und ja, trotz dessen, dass ich mich so ein bisschen entlastend hinsetze, kann ich ja trotzdem die Hände tief nehmen. Wir haben einfach bei ihm festgestellt, dass man immer wieder dazu kommen muss, richtig loszulassen. Ich klopfe ihn auch im Parcours, mache immer wieder so ein bisschen, ja, einfach eine, dieses, dass er sich nicht so reinsteigert und immer mehr auf der Hand hängt. Und deswegen, ja, wie gesagt, da muss ich mich erst wieder reinfummeln, aber er hält ganz gut Rhythmus, auch jetzt hier so in so einer Distanz. Da ist es nicht mehr so, dass er mir komplett wegrennt. Auch danach komme ich schön durch. Ich reite ihn auch mit einem ganz einfachen Gebiss und keinen Sporen. Hier komme ich jetzt ein bisschen dicht. Da war das ganz brav, wie er mich gerettet hat. Ich musste dann ein bisschen zulegen in der Kombination, damit wir schön hinten rauskommen. Und auch hier, er dachte jetzt sogar, wir sind fertig und wollte fast durchparieren, weil ich dann ihn einfach so wieder ein bisschen locker gemacht habe. Hier in der Distanz kam er eigentlich ganz gut und ich hätte weiter reiten dürfen. Ich hätte nicht so rangehen müssen. Das passiert mir auch im nächsten Parcours noch. Da bekomme ich ja die Chance, das zu korrigieren. Und jetzt kommen die letzten zwei Sprünge und ich bin einfach happy, wie gut das geklappt hat, dafür, dass wir sehr wenig Parcours erst wieder gesprungen sind. Und dann gab es noch eine wohlverdiente Dusche für Karlsi danach. Erste Runde lief ja gar nicht schlecht. Wir sind halt einfach noch nicht schnell genug gewesen, aber das war ja auch nicht das Ziel. Aber er hat eigentlich relativ gut auf mich reagiert, mir auch an der Kombination ordentlich geholfen. Und jetzt ist direkt im Anschluss, also wir haben jetzt, keine Ahnung, eine halbe Stunde dazwischen nur gehabt, ihn einmal jetzt ja geduscht, satteln jetzt wieder neu auf und dann geht's weiter. Und ich bin zweites Pferd und mal gucken, weil wir nicht null sind, sind wir ja eh nicht im Stechen und dann werden wir aufladen und nach Hause fahren. Jetzt geht's mit dem L-Springen mit Stechen weiter und auch hier, er war gut drauf. Ich habe immer wieder versucht, mich ein bisschen leicht zu machen. Bin zu eins schon richtig schön im Rhythmus hingekommen. Habe versucht, auch so ein bisschen flotter und frecher noch zu reiten als im ersten Parcours. Und auch hier konnte ich einfach die Wendung reiten. Der Sprung kam von alleine auf uns zu. Jetzt reite ich hier einfach eine richtig doofe, abgehackte Wendung. Ich hätte lieber davor reiten können. Deswegen wird das zu dicht, weil ich einfach da nicht gut entschieden habe. Trotzdem hat er das gut gelöst und hat sich da nicht aus der Fassung bringen lassen. Und jetzt ist das, was ich sage, dass ich schon wieder rangehe, obwohl ich hätte weiter galoppieren können. Vor allem, ich komme groß rein und gehe dann viel zu stark ran. Ja, das kann ich Gott sei Dank gleich im Stechen korrigieren. Ich nehme es schon mal vorweg, wir sind in dieser Runde null. Zur Kombination habe ich ihn wieder locker gemacht. Ich klopfe ihn auch immer einmal am Hals an. Ihr habt gesehen, auch in der Wendung, ich habe die Zügel wieder so ein bisschen
nachgegeben, weil das braucht er einfach. Andere Pferde brauchen eine konstante Verbindung im Parcours und ihnen muss man immer wieder so Luft machen. Und jetzt auch hier komme ich schön einfach rüber und kann einfach weiter reiten, den Sprung auf uns zukommen lassen. Jetzt kommt noch der letzte, auch den Galoppwechsel, was immer so ein bisschen sein Problem ist. Den hat er schnell gesprungen und ich bin einfach richtig glücklich. Und jetzt geht es auch ins Stechen und ich habe mir gedacht, gut, schnell wollen wir schon sein. Also riskieren wir was, vor allen Dingen kann ich bei ihm viel über die Wege machen. Jetzt kommen wir hier auch zu drei, das konnte ich dann quasi auch nochmal korrigieren, dass ich den schöner komme. Hab den aber speziell ein bisschen dichter angeritten, damit ich hier vor den einen Sprung rumreiten kann. Und jetzt mache ich das auch, dass ich wirklich nicht so stark rangehe, sondern das Ganze im Fluss weiternehme. Zur Kombination würde ich niemals bei ihm jetzt irgendwie was schnibbeln, weil das fällt ihm schwer. Deswegen habe ich aus der Wendung das einfach im Schwung mitgenommen und hatte ein bisschen Glück an der einen Stange. Und jetzt kommen wir zu der vorletzten, zur letzten Distanz quasi. Und da bin ich eigentlich ganz gut hingekommen. Ich hätte vielleicht einmal ein ganz bisschen aufnehmen können und dann fiel die Stange. Aber ich habe mir gedacht, komm, wir testen mal unsere Rittigkeit aus und habe zum letzten nochmal eine richtige Schnibbelung hingelegt und es hat geklappt. Und da ist er auch schon auf der Wiese. Ich bin wirklich mehr als happy mit dem Tag und freue mich, dass Karlsson so gut mitgemacht hat und vor allen Dingen, dass wir vielleicht nie die schnellsten im Galopp sind, weil ich ihn nicht zu sehr auseinanderreiten darf, aber er technisch einfach sehr, sehr schnell zu reiten ist und ich schnell mit ihm rumkomme und sowas. Und ja, darauf bauen wir auf. Ja, es könnte keinen besseren Abschluss, glaube ich, für den Tag geben, als die Jungs jetzt hier draußen zu haben. Und es ist jetzt auch von der Temperatur schon angenehm, es tröpfelt sogar ein bisschen. Ich bin wirklich mehr als happy mit dem heutigen Tag. Öffnen Sie bitte das hochqualitativ super meisterhafte verbaute Gatter, bitte. Ja, habe ich. Guck, für dich extra geöffnet. Auf jeden Fall bin ich halt mehr als happy mit den Runden heute. Man darf ja nicht vergessen, dass es sehr warm war und Karlsson eigentlich dann immer nicht ganz so motiviert ist, aber... Im Stechen geht er natürlich auf meine Kappe, das habe ich euch ja auch schon kommentiert. Ich bin einfach nur glücklich und zufrieden. So, und hier gibt es jetzt noch Wasser. Und dann werden wir uns noch einen schönen Abend machen. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Patrick, hat dir das gefallen? Welches, das Video? Ja. Das habe ich doch noch gar nicht gesehen. Und der Tag? Der Tag hat mir gefallen. Karlsson war auch echt ganz gut drauf. So, aber ich glaube, Patrick wäre noch happier, wenn wir das nächste Mal wieder mit Holly unterwegs sind. Nee, beide sind gut. Habt ihr das gehört? Das aus Patricks Mund. Naja, so, wir sehen uns jetzt ganz bald wieder und die nächsten Wochen wird auch wieder mehr passieren, was sich lohnt auch zu zeigen. Und dann bis zum nächsten Video.